Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 im Remake. Ja, und wir sind dabei, das Polizeirevier zu erkunden. Die Räume, die wir bisher so uns halt anschauen können, die schauen wir uns jetzt an. Und es sieht immer noch so aus, als könnten wir uns hier eventuell durchquetschen, oder? Können wir tatsächlich. Achso, ich muss, jetzt sehe ich das, halten, okay. Ja. Okay. Sehr schön. Gibt's hier irgendwas? Würde ja gerne mal ein bisschen was finden. Boah, hier sind aber echt viele Sachen und viele Wege. Gucken wir erstmal hier lang. Da wäre auch noch eine Tür. Meine Güte. Das Frauenklo. Na ja, komm. Was soll's, ne? Wenn ich jetzt wandern. Mhm. Ich kann die Kabinen öffnen. Will ich das? Ah geil, ich kann von hier aus in die nächste Kabine reingucken. Die ist also leer. Dann kann ich da ja schon mal öffnen. Klappt der Trick hier nochmal? Nee. Oh, im Klo ist was drin. Warte mal. Ah. Beziehungsweise, da steht ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich konnte da eben fast in die Kabine nebenan reingucken. Ja, komm, was soll's. Öffnen wir die auch noch. Die ist am Überschwemmen. Ja, gut. Ja gut, mehr scheint hier aber nicht zu sein. Man findet hier relativ wenig, ne? Aber immerhin, erste Hilfe-Spray ist natürlich nicht verkehrt. Dann... Boah. Kurz auf die Karte gucken, dass ich mich hier nicht verlaufe. Also da befinde ich mich gerade. Im Raum der Wache, da sollen wir anscheinend hingucken. Im Pausenraum war ich noch gar nicht drin anscheinend. Nee, oder? Das heißt, der ist noch nicht komplett durchsucht. Okay. Ja, dann gehen wir mal zum Raum der Wache, oder? Würde ich mal sagen. Könnten wir uns einen Kaffee ziehen? Oh Gott. Einige Polizisten, ne? Ja, kriege ich leider so nicht auf. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Na gut, weil du's bist. Ach da, schreit er. Ist hier noch was? Ne. Ja gut, dann helfen wir ihm mal. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Hilfe! Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Scheiße. Notizbuch des Polizisten oder eines, okay. Ja, das sieht aus, da unten ist ein Fragezeichen, da die Statue, also unter der Statue. Wir müssen unter die Statue drei Medaillen einsetzen. Dann zum Parkplatz und dann darüber raus. Das ist seine Idee. Ah, guck mal, da ist oben die Lösung für dieses eine Schieberätsel. Der Löwe soll das da oben links sein, ne? Ja, okay. Dann nehmen wir das Büchlein mal mit. Hat er noch mehr? Ne, zur Eingangsweise würde ich gern. Ich hab's mir befürchtet. Oh, fuck. Das ist aber... Boah. Ich weiß nicht, ob was bringt, wenn man die alle umbringt. Ich versuche einfach mal jetzt zu flüchten. Scheiße! Die sind überall! Okay. Die habe ich niedergeschossen. Wir verziehen uns einfach mal. Wir können natürlich hier noch weiter gucken, das ist klar.
Aber ich denke, erstmal verpissen. Oh, komm schon. Das schaffst du ja wohl. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, nur das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ja, der wird wohl nicht mehr lange durchhalten. Wir haben jetzt das Kampfmesser. Sehr schön. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Ach du Scheiße. Bereithalten mit L1 und mit R2 dann schlitzen. Kann zum Kontern verwendet werden. Das ist sehr gut. Wenn man von einem Gegner gefangen wurde, okay. Kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Das ist auch schön. Okay. Kann ich das denn zeitgleich ausrüsten? Es ist ausgerüstet. Nebenwaffe bereithalten. Also das ist jetzt praktisch der Angriff. Okay. Gut, also ich kann... Okay, das ist sehr schön. Ich kann schnell von Messer zu Pistole wechseln. Das ist sehr, sehr gut. Ja, jetzt will ich mal eben kurz da hoch, weil ich habe ja in seinem Büchlein gelesen von dem Elliot, dass dieses Teil hier auch zu bedienen ist. Das ist nämlich der Löwe, genau. So, jetzt muss ich mal eben ins Büchlein gucken. Wie kommen wir denn da hin? Heilende Objekte. Wenn Sie Schaden nehmen, wechseln Sie Ihre Gesundheitsanzeige von gesund zu Warnung und schließlich zu Gefahr. Wenn Sie in Gefahr sind... Ja, okay, das ist okay. Aber da wollte ich gar nicht hin. Wir sind gesund aktuell. Notizbuch des Polizisten. Das wollte ich mir nochmal angucken. Genau da. Der Löwe. Also wir haben einen Löwenkopf, dann so einen Zweig und dann einen Adler, würde ich sagen. Versuchen wir das mal einzustellen. Also das hier... Das ist ein Löwenkopf. Der Adler muss nach links. Hier kommt ein Zweig hin. Und da der Adler. So. Da haben wir schon die erste. Das Löwenmedaillon. Okay. Hat schon mal gut geklappt. Das heißt, das können wir schon mal theoretisch unten einsetzen. Wir haben aber den Pikschlüssel noch nicht. Das heißt, wir müssen gleich dann erstmal wieder da rein, ne, wo wir eben waren. Na geil. Ja. Benutzen. Sehr schön. Oh, es passiert direkt was. Also okay. Hat Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Ich kann nicht weiter mit ihm sprechen, okay? Ja, dann muss ich wohl wieder zu dem Punkt zurück. Oder ich kann hier lang gehen. Das ist jetzt die große Frage. Oder komme ich da jetzt gar nicht mehr hin? Das ist. Ja, wahrscheinlich ist es hier komplett dicht, ne? Da darf ich gar nicht mehr. Okay, da darf ich gar nicht mehr lang. Da komme ich später wahrscheinlich dann wieder hin.
Ja, dann benutzen wir jetzt das Messer und machen jetzt hier mal auf. Okay. Okay. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Das ist doch sein erster Tag. Es ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Weil es klang am Anfang so, als wäre es nicht sein erster Tag, aber jetzt wohl doch. Gut, jedenfalls haben wir jetzt nochmal gespeichert. Und wir gucken uns das hier mal um. So, da sind Patronen. Sollten wir nehmen. Ja, ruhig dahin, nachladen. Ich muss unbedingt das Zielen mehr üben, weil das kriege ich gerade noch überhaupt nicht hin. So, ist das ein Kraut zum Einsammeln? Ja. Okay, ups, kann man die kombinieren? Warte mal, wie komme ich denn? Kombinieren? Ja, das geht. Okay, ich wollte nur mal wissen, ob es funktioniert. Es geht aber. Okay, dann warten wir noch ein bisschen ab. So, kann man hier nichts machen. An dem Fenster kam früher immer ein Licker lang gekrabbelt. Sieht man den diesmal auch? Nee. Das haben sie nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil die Fans da schon mit gerechnet haben. Auch so einfach machen wir es denen jetzt nicht. Okay. Cleaning in progress. Mhm. Ich glaube auch. Da hinten, da wackelt was von der Decke. Ah, kann ich hier auch durchkrabbeln oder so? Ducken kann ich mich gar nicht, ne? Also zumindest habe ich bisher keinen... Ne, auch mit dem rechten Stick nicht. Also ducken geht anscheinend momentan nicht. Na, können wir den mal angucken? Oh, der sieht lecker aus. Es ist schon sehr cool gemacht, da kann man ja nichts sagen, ne? Also optisch schon wieder mal der Hammer. Was soll ich noch machen? Kann ich da nicht. Was kann ich denn mit dem Messer machen? Kann ich das verbarrikadieren oder was? Oder brauche ich da echt einen Schlüssel? Hm. Wer hängt denn den Menschen da oben so auf, frag ich mich. Ach, das hat er da. Hat es mich tatsächlich gepackt. Ich glaub's ja nicht. Da brauchen wir einen Kreuzschlüssel, okay. Ich habe so ein bisschen bedenkt, dass der Licker hier... Oh Gott, guck mal da, die Kratzspur dann. Wenn hier ein Licker kommt, dann bin ich mit der Pistole ziemlich aufgeschmissen, ne? Je nachdem, wie stark die hier sind. Da ist er abgehauen. Aha. Okay. Was? Ich kann hier was benutzen. Wahrscheinlich kann ich das wirklich dicht machen. Aber dazu muss ich irgendwas einsammeln. Vermute ich mal. Das ist. Keine Ahnung. Na, wir gehen erstmal weiter gucken. Ist hier noch was? Okay. Hi. Ja, ne, danke. Ich geh mal, ne? Wenn er mir nachkommt... Ich weiß gar nicht, kommen die in dieses Spiel durch Türen? Wenn sie durch Türen kommen... Ja, kommen sie. Hallo. Mann. Das gibt's doch nicht.
Puh, das Zielen ist echt nicht meine Stärke. Oh. Okay. Karte der Polizeistation, das ist sehr gut. Die wird jetzt erweitert, das ist sehr schön. Achso, ah, ich kann auch zoomen. Ja gut, nützt ja alles nichts. Wir müssen uns jetzt so nach und nach hier alles angucken. Da ist die Dunkelkammer, ach so. Ja, das war früher halt nicht verbunden, dieses Stück hier, ne? Ja, ich meine, ich habe mich schon gewundert, dass ich jetzt direkt in diesem Raum bin. Einsatzbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Zusatz. Eine der Zuflucht suchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. Ja, und jetzt, damit habt ihr euch jetzt alle infiziert mit dieser Tat. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen. Ein Wischmob. Und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Den gab es, glaube ich, auch früher schon in diversen Dokumenten. Da kann ich nicht öffnen, ne? Da brauche ich... Das mit einem Messer? Nee. Da brauche ich wahrscheinlich irgendwie einen Bolzenschneider oder sowas in der Art, vermute ich mal. So, was haben wir denn noch hier? Da oben könnte man... Aha. War ich in dem Raum da schon? Nee. Da muss ich tatsächlich weiter, wie es aussieht. Okay. Oh, das sind Patronen. Oh, das sind Patronen. Da will ich mal eben hin. Die muss ich mal unbedingt haben gerade. Da sind Patronen. Sehr schön. Nimm mit. Und nachladen. So, dann gucke ich mir jetzt nochmal eben da hin. Obwohl, da kann ich gar nicht hinter, ne? Da war sonst der Kamin, wo ich was anzünden konnte. Das gibt's hier gar nicht. Ja, okay, also ich könnte da oben lang. Ich könnte aber auch... Ja, eigentlich ist das der einzige Raum, wo ich hin kann, ne? Ja, doch schon. Ja gut, dann klettern wir mal da hoch. Schauen wir mal. Kann man den... der hat Patronen gehabt. Hat der Fick dich gesagt? Hat der echt zu dem Fick dich gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es klang so. Okay... Also manchmal haben die Leichen tatsächlich was für mich. Safety Deposit Room, das hört sich sehr geil an. Auch geil. Da können wir den Schlüssel da können wir Nummer eintippen. Oh, da sind richtig viele schöne Sachen drin. Okay, was ist das? Weapons Locker, also da müssen wir anscheinend was einsetzen, irgendwie eine Schlüsselkarte oder jetzt aber, oh, das ist Shotgun-Munition drin, wie es aussieht. Hohoho. Sehr geil. Also der gefällt mir, der Raum, da ist auch nochmal Schrotmunition drin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er das einfach da eintippen kann, nur gut, ich glaube nicht, oder? Oh. Meine Fresse. Geh zurück. Der geht nicht mehr zurück, Junge. Geil. Das ist schon ziemlich cool. Schließfachterminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Ja, schön.
Okay. Also das heißt, ja, ohne die Tasten geht's halt nicht. Nur mal eben zum Testen. Wenn ich jetzt irgendwie einen öffnen will, meinetwegen hier, 203. Die Tasten sind ja da. Ne, sind sie nicht. Doch, die sind da. Ich darf aber nicht draufdrücken. Gibt's hier irgendwas ohne 2 und 3? Mal eben kurz gucken. Da ist leer. Zum Beispiel 106. Mal eben gucken, ob ich 106 öffnen dürfte.